Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Xeres Rückkehr. Wir haben in der letzten Folge, in der ersten Folge, Timer, sind wir zurück ins Leben gekommen mit dem Helden. Schaut euch die erste Folge einfach an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auf jeden Fall haben wir ein Rätsel gelöst, welches uns diese Leiter hier beschert hat. Wo die uns hinführt, werden wir jetzt erfahren. Ich bin gerade so gespannt, wirklich. Ich habe keine verdammte Ahnung. Die Geheimkammer, Quest erfüllt. Rechts unten stand jetzt gerade eine Einblendung von Spine, wo Matt drauf steht, keine Ahnung warum. Oder Mad oder so. Aus der Geheimkammer, an den glücklichen Finder der Kammer. Ich war schneller, gezeichnet Matt. M-A-D. So ein Scheiß. Auf jeden Fall bin ich eine Stufe aufgestiegen. Wird das was bringt, werden wir es gleich sehen. Keine Ahnung, der Anfang. Na prima. Toll, die Quest ist jetzt gelöst. Ich habe die Geheimkammer gefunden. Punkt. Ich war schneller. Matt. Toll. Das war jetzt alles. Dafür habe ich die letzten 20 Minuten in der ersten Folge da diese Kombination da gelöst. Really? Toll. Wow. Echt jetzt? Okay, das ist jetzt ganz schön unbefriedigend. Na klasse. Ich war schneller. MAD. Könnte MAD für eine Abkürzung sein. Es stand M.A.D. Könnte MAD für eine Abkürzung sein. Eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie einen Weg zurück ins Leben finden. Muss ich mit Korkalom darüber sprechen vielleicht? Warum zur Hölle hört man eigentlich keine Musik mehr? Musik müde, Musik schlafen. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, die Sprachausgabe einzustellen. Ach, das wollte ich eigentlich noch machen. Ja gut, in der nächsten Folge machen wir das dann ganz sicher. Tut mir leid, Leute. Das habe ich jetzt nicht... Ah, jetzt ist die Musik wieder. Habe ich hier noch was vergessen? Habe ich hier was übersehen? Ah, guck mal, diesen Mumien habe ich noch nicht gelootet. Sonst nichts mehr. Ich muss jetzt nach Teilen in dieser Höhle suchen, die durch Erdbeben irgendwie freigelegt wurden. Irgendwelche Gänge oder ähnliches, wie dieser eine hier gerade, den ich ja schon in der letzten Folge gefunden hatte. Jetzt ruckelt es aber ein bisschen hier. Verdammt, ich habe keine Ahnung. Hey, du. Dir hängt da ein wenig Fleisch vom Arm. Können wir weiterhelfen? Das wird gerade benutzt. Ach so. Hey, du. Ich muss einen Weg finden, zurück ins Leben zu kehren. Wie? Ich habe irgendwo was übersehen. Irgendwo was übersehen. Danke Autosave dafür. Um mich jetzt hier wirklich ganz genauestens, total penibel um hier bloß nichts übersehen. In diesem Gang da hinten war ich halt schon. Ja, aber alles... Ich guck mir das jetzt nochmal an. Tut mir leid, Leute, wenn euch das jetzt nervt vielleicht. Vielleicht habe ich auch hier unten schon alles, aber... Ich muss mich hier nochmal genauer umsehen.
Ich muss mich einfach genauer umsehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo vielleicht was übersehen habe. Das kann nur so sein. Und ich werde auch dann nochmal zur Brücke gehen, zur Eingestürzten. Und werde dort... Hier, diesen einen Zettel, den hatte ich hier gefunden gehabt. Ist hier nichts mehr. Bei der eingestürzten Brücke, da waren halt viel Geröll und so weiter. Vielleicht ist dort irgendwie noch ein Gang frei, eine Kammer freigelegt worden oder sowas. Dass in der Geheimkammer da nichts war, das war jetzt echt ein bisschen unbefriedigend. Guck mich nochmal hier drüben um, auf der anderen Seite. Irgendwo habe ich was übersehen. Unten ist nur Lava. Ich nehme es mal. Das ist nichts erreichbar für mich. Weder mit dem öffentlichen, noch mit dem Taxi, noch mit so... Nee, Quatsch, Dich hier drauf? Ja, kann ich. Kann ich hier oben irgendwo hin? Nee. Wahrscheinlich liegt die Lösung direkt vor meiner Nase, ich sehe sie nur einfach nicht. Ich muss einen Weg zurück ins Leben finden. Weil ich hatte eine Rune gefunden in der letzten Folge, vielleicht... Nee. Mir fehlt der magische erste Kreis dafür. Na toll. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Brücke, zur Eingestürzten. Und guck nochmal, ob ich dort irgendwie was übersehen habe. Dort muss ich ja irgendwas übersehen haben. Das geht ja gar nicht mehr anders. Die beiden Kammern, in denen ich war, in den Sälen... Die sind leer. Jetzt leer. Also die Mumien habe ich dort gelootet. Da gibt es nichts mehr. Ich brauche einen Hinweis. Ich brauche einen Hinweis, um an... Ja, an meine lebende Hülle zurückzukommen. Aber ich wüsste nicht wie. Habe ich bestimmt noch irgendwo was übersehen. Geht ja gar nicht anders. Sonst mache ich jetzt nochmal einen Ticken leiser. Okay, hier drauf zu stehen bringt mir jetzt erstmal nicht viel. Das gruselig, ey. Ich meine, wenn die Entwickler hier vorne bei der Brücke sogar ein Stück eingebaut haben, was einstürzt, wenn man dahin läuft, dann haben die doch bestimmt auch noch mehr hier versteckt. Ein Hinweis oder irgendwas, komm schon. Muss doch real sein. Guck mal. Geht's hier irgendwo lang? Geheimer Raum? Irgendwas? Hier gibt's einfach nichts. Mann. Doch irgendwo was sein? Eine Kammer oder irgendwas? Ein Hinweis, ein Zettel, irgendwie. Irgendwie sowas. Darüber komme ich nicht mehr. Zumindest nicht ohne Cheats.
Toll. Zweite Folge und ich hänge schon fest, Alter. Na, das kann ja was werden, ey. Das ist die zweite Folge und ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme, ey. Das kann lustig werden. Das ganze Projekt, ey. Das kann lustig werden. Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach nichts. Oder ich bin zu dumm, das zu sehen. Irgendwas muss doch hier aber sein. Ein Hinweis. Ich muss zurück ins Leben finden. Womit denn? Mit den Dingern kann ich auch nichts mehr machen. Womit denn? Ich hab halt die Schwerter der untoten Priester nicht mehr. Mit denen habe ich ja im ersten Teil die Herzen getötet. Also erstochen. Ich bin gerade echt ein bisschen planlos, muss ich sagen. Ich bin gerade wirklich echt ein bisschen planlos. Ich habe schon alles mitgenommen, was der Tempel zu bieten hat. Hier ist der explizite Hinweis, vielleicht kann ich durch die Erdbeben an Orte gelangen, die mir vorher verwehrt geblieben sind. An Orte gelangen, die mir vorher verwehrt geblieben sind. An Orte gelangen, die mir vorher verwehrt geblieben sind. Warum ist eigentlich der Kopf der Statue abgefallen? Das check ich nicht. Sei denn hinter der Statue gibt's einen Raum. Vielleicht gibt es auf der Statue oben jetzt noch einen Raum oder so zu erkunden, indem man auf die Statue draufklettert. Gibt's nichts. Kein Hinweis. Kein Raum. Bin echt drauf. Leck mich fett. Bin echt drauf gekommen. Hier ist nichts. Gar nichts. Lediglich der. Oh, scheiße. Als Untoter gestorben, Mann, ey. Das krieg auch nur ich hin. Ja, der hatte gehofft, dass. Easy. Ich kann mir nochmal die Geheimkammer angucken. Ich guck mir nochmal diese geheime Kammer da oben an. MAD, auch dieser Hinweis. Was heißt denn bitte MAD? An den glücklichen Finder der Kammer. Ich war schneller. MAD, Punkt gezeichnet. Vielleicht habe ich hier oben einfach noch irgendwo was übersehen. Tut mir leid, Leute, wenn ihr gerade irgendwie 14 Minuten nichts Produktives seht, aber ist nichts, ist gar nichts. Kein Zettel, kein Hinweis, kein Loot, nichts. Hier war wirklich nur dieser eine Zettel. Ich war schneller. Gezeichnet M-A-D. Aber es gibt auch keinen Eintrag dazu. Ich habe die Kammer gefunden. Punkt. Da steht kein weiterer Hinweis. Nichts. Aber das kann doch nicht die Kammer sein, ganz ehrlich.
kann doch nicht die ganze Kammer hier sein. Das ist doch einfach nur ein Balkon mit... Ich dachte gerade, hier wäre was. Ich bin nicht... Zweite Folge und ich bin komplett ratlos, Mann. Das ist unglaublich, echt. Das glaubt mir keiner. Mumien habe ich eigentlich schon alle gelootet. Gab es auch noch diese eine Kiste. Decke gucke ich mir jetzt an, aber da ist auch nichts. Im Tagebuch hier ist wirklich nur der Hinweis, dass ich, dass das durch das Erdbeben, dass ich vielleicht an Orte gelangen kann, und denen ich vorher nicht war. Und an solchen Orten war ich schon an zweien. An zwei Orten. Guck mal. Wow. Seriously? Echt jetzt? Was musst du denn? Uraltes Schriftstück. Unleserlich. Seid ihr dazu bestimmt, den Tempel für den Meister Kruschak zu errichten? Danach vielleicht Rückkehr nach Jakinda erlauben. Zu fliehen droht der sofortige Tod. Kein Erbarmen. Wir Schamanen werden eure Aufseher. Euch der Meister gnädig sein. Das hilft mir nicht weiter! Seid ihr dazu bestimmt, den Tempel für den Kruschak zu, für den Meister Kruschak zu errichten? Danach vielleicht Rückkehr nach Jakinda erlauben. Zu fliehen droht der sofortige Tod. Solltet ihr versuchen zu fliehen, droht der sofortige Tod. Es gibt kein Erbarmen. Wir Schamanen werden eure Aufseher. Vielleicht wird euch der Meister gnädig sein oder sowas. Keine Ahnung, aber das hilft mir auch nicht weiter. Mal, ich guck mal. Ich muss mir diese Räume, glaube ich, nochmal genauer angucken. Hier liegt auch nichts. Ich gucke mir jetzt nochmal die andere Kammer an. Hinter diesen Balken da. Da kann man ja schon leicht was übersehen. Ich gucke mir nochmal diese andere Zettel. Wie jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? Wo habe ich denn diese Formel her? Ich... Alles klar. Jetzt lebe ich wieder, oder was? Wo habe ich denn diese Formel her jetzt gehabt? Ich habe keine Ahnung, wo ich die aufgesammelt habe. LOL! Und jetzt kann ich den Zauber verwenden, oder was? Das ist ein Witz. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Formel jetzt aufgekratzt habe. Wirklich nicht. Ich weiß es echt nicht. Was bei Belia? Du hier? Wie ist das möglich? Es ist jetzt 3 Wochen her, seitdem du den Schläfer verbannt hast. Alter, die geile Robe, Junge. Ich war mir sicher, du seist tot. Ja, nein, Alter. So war es auch. Was sagst du? Das musst du mir erklären. Nachdem deine Diener das Geröll zur Seite geschafft hatten, erwachte ich zu neuem Bewusstsein. Ich vermochte zwar meinen Körper zu lenken, musste jedoch schnell feststellen, dass er im Begriff war zu verwesen. Das ist höchst ungewöhnlich, wobei mir fällt da eine antike Überlieferung ein, nach welcher der Träger einer magischen Rüstung in einer Schlacht selbst dann, okay, als sein Körper mit unzähligen Waffen durchbohrt und von Flammen verbrannt worden war. Ah, die Erzrüstung hat uns gerettet. Sein Geist wurde scheinbar durch die magische Rüstung im toten Leib zurückgehalten. Wie in einem Käfig, da gehe ich bei dir auch von aus. Die magische Explosion nach dem Fall der Barriere mag auch ihren Anteil daran gehabt haben. Aber wie ist es denn möglich, dass du wieder lebendig vor mir stehst? Was ist geschehen? Das frage ich mich jetzt auch gerade. In den Trümmern fand ich ein Buch, das eine Formel preisgab. Bei welcher Rüstung und die unter Heilruhe kommen? Oh mein Gott, in dem Buch war dieser Zettel. Ach du Scheiße. Mit der magischen Energie der Rüstung kann ich diesem Weg eine völlige Heilung des Trägers erwirkt werden. Oh Mann. Erstaunt, du hattest großes Glück, dass dir solch ein Buch in die Hände fiel. Bücher wie solch altes Wissen enthalten sind höchst selten. Wie dem auch sei, du stehst jetzt wieder lebend vor mir. Digga, das kann nicht sein. Alles klar, Kollege. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, also in dem Buch, was wir gefunden haben, war bereits die Lösung drin gewesen. Ich habe nur mein Inventar nicht richtig gecheckt. Tut mir leid, Leute. Was soll ich jetzt machen? Du hast den Schläfer verbannt und die Barriere vernichtet. Ein unbedarfter Beobachter würde nun vielleicht meinen, alles sei friedlich. Aber der Friede ist trügerisch.
Woher willst du das wissen? Eine neue Bedrohung, Aufnahme in eine Gilde. In den letzten Tagen wurde ich öfters von Visionen geplagt. Eine dunkle Gestalt streift über Korenus und verbreitet Unheil. Das klingt nicht gut. Weißt du nichts Genaueres? Nein, bisher habe ich nur diese Visionen, jedoch forsche ich in meinen Büchern nach Informationen. Wie kann ich dir dabei helfen? In deinem geschwächten Zustand kannst du mir kaum eine Hilfe sein. Du solltest erst wieder Kräfte sammeln. Sicherlich wäre es von Vorteil, wenn du dich dazu einer der Gilden hier anschließt. Die haben immer noch die besten Lehrer. Ach du Kack, was für Gilden gibt es? Es gibt die Stadt, die Miliz, welche sich auf gutes Kämpfen versteht. Ich habe gehört, auf dem Bauernhof eine Gruppe Söldner ist. Ich glaube, dass du sie kennst. In dem Kloster der leben Feuermagier, auch ihnen kannst du dich anschließen. Außerdem gibt es noch die Wassermagier, die sich momentan mit einer alten Ruine beschäftigen. Einer sollte sie jedoch in der Stadt aufhalten. Aber du entscheidest dich für den Weg Belias. Kapitel 1, die Bedrohung. Ja, lol, Digga. Warte mal. Der Weg Belias, wie kann ich den einschlagen? Ich fürchte, du musst zuerst ein Geheimnis lüften. Dazu muss ich zuerst ein Geheimnis lüften. Du erinnerst dich sicher an die drei Lager im Minental, also das alte Lager, neue Lager und das Sumpflager. Tatsache ist, dass es ein viertes Lager gab. Und wo soll das gelegen haben? Hoch oben in den Bergen in der Nähe des neuen Lagers. In der Zeit des ersten Orkkrieges wurde in dieser unwirtlichen Gegend eine Festung errichtet. Nach der Erschaffung der Barriere siedelten dort Menschen ein, der gute Gründe dafür hatten, nicht in den anderen Lagen Kontakt zu kommen. Anhänger Belias. Ach. Was hast du mit der Gruppe zu tun? Die existiert schon, bevor ich mich mit den Feuermagiern abwandte. Bevor ich den Leuten das einen großen Einfluss gewonnen habe. Okay. Du kannst dir meine Überraschung vorstellen, als ich zufällig auf diese Gruppierung stieß. Nach dem Fall der Barriere hat sie größere Bekanntheit erlangt und einige namhafte Magier und Krieger der Kolonie sind zu ihr gestoßen. Den einen oder anderen dürftest du auch noch gut im Gedächtnis haben, aber wenn es andersrum nicht der Fall sein wird. Angenommen, ich wollte diesem Verein beitreten. Wende dich an Andokai. Er ist der oberste Schwarzmagier der Festung und zuständig für die Rekrutierung. Wenn du ihm sagst, dass ich dir vertraue, wird er dich gut behandeln. Was hätte ich davon, ein Belia-Anhänger zu sein? Belernt, du wendest deine Gebete nicht an Belia, weil du dir von etwas versprichst, sondern weil du von seiner Lehre überzeugt bist. Abgesehen davon, auch unsere Krieger sind in der Magieanwendung geschult. Die Grundausbildung besteht aus den ersten beiden Kreisen der Magie. Erst danach musst du dich für eine Spezialisierung entscheiden. Die mächtigsten Kampfzauber kannst du aber nur als Magier erlernen. Geil, Alter. Wenn ich dann auch so eine Robbe kriege wie du, bin ich auf jeden Fall am Start. Wie komme ich zu dieser Bergfestung? Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Schau mal, ein Stockwerk höher. Dort steht mein eigener Schrein. Und weiter? Ich wollte nicht beten. Dir sei deine freche Unwissenheit noch einmal verziehen. Wir benutzen die Belia-Schreine als Teleporter. Du musst jeden Schrein aktivieren, um damit reisen zu können. Aber du kannst du inzwischen wechseln, wie du willst. Mein Schrein ist bisher nur mit der Festung verbunden. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Geil, Alter. Bei wem kann ich was lernen? Ich kann dir etwas über die Magie beibringen. Geil, Alter. Junge, 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 Junge. Okay. In den Körper gelangen geschädigte Wirkungen entfalten die Gesundheit, er leidet aber eine gewisse Zeit auch in seinem Schaden und das Gift. Achso, das ist einfach nur Gift. Ja, das sind hier die Standardbuchkommoden, wie man sie aus Gothic 2 kennt. Holy shit, Alter! Also. Es fühlt sich doch alles sehr an wie Gothic 2 jetzt gerade. Auch wenn es sich überhaupt nicht wie Gothic 2 anhört. Aber hier haben wir den schweren Ast, den obligatorischen. Geil, und unser... Ach nee. Nicht alles aus unserem Inventar wurde beibehalten. Nur ein Teil. Aber ansonsten kennt man es.
Ach du Kacke, also wir spielen doch den namenlosen Helden. Ich dachte nur, das wäre nur so eine Art Prolog-Sequenz mit dem Schläfertempel und wir switchen dann auf eine Art anderen Charakter oder so, aber tatsächlich dürfen wir mit dem namenlosen weitermachen. Geil. Und wie gesagt, es soll ganz viele neue Gilden geben, habe ich gelesen. Aber von so einer Belia-Gilde habe ich jetzt noch nichts gehört, aber es klingt sehr, sehr geil. Also ich bin von dem Konzept mit dieser Belia-Gilde schon jetzt überzeugt. Muss ich ehrlich sein. Das klingt ziemlich vielversprechend. Ich gehe erstmal hier runter und schaue mir erstmal an, was es hier so gibt. Es scheint wohl mitten in der Nacht zu sein. Ja, 22:41. Aufnahmering des Wassers. Die Wassermagie sind in den alten Ruinen im Norden der Insel, jedoch soll einer in der Stadt Kurines zu finden sein. Aufnahme Feuernovize. In einem Kloster auf der Insel leben die Feuermagie, denen ich mich anschließen kann. Schwarze Novize. Das hat uns Xalas gerade alles erzählt. Aufnahme Söldner. Miliz, Aufnahme in einer Gilde. Ich kann ein Mitglied im Neuer zu oder Schwarzer Novize werden. Die neue Bedrohung. Xardas hat in letzter Zeit einige Visionen gehabt. Eine dunkle Gestalt wird Unheil über Kurines verbreiten. Xardas forscht jetzt dann an seinen Büchern nach Informationen, bis er etwas Neues herausgefunden hat. Also tatsächlich scheint es sich hier nicht um die Bedrohung durch die Drachen zu handeln, sondern eben Streiflingskleidung. Um jenen Xeres, um den es namentlich in dieser Mod geht, denn das Spiel heißt ja Xeres Rückkehr. Und ja, also ich bin echt gespannt, wie das, die Story muss ja theoretisch komplett umgebaut worden sein, damit das so jetzt funktionieren kann. Also ich bin echt gespannt. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das hier alles funktionieren soll. Aber das werden wir ja sehen. So. Ja, das Obligatorische ist hier noch zu finden. Allerdings, was hier auf dem Tisch liegt, nicht mehr. Alles klar. Ich gehe jetzt auch nicht hier raus, sondern ich gehe hoch in den Turm. Und gucke mich natürlich oben erstmal um. Yo, Alter. Das ist der sicke Shit, Mann. Totaler Mindfuck bisher, die Story. Auf jeden Fall eine sehr, sehr... Alter, es geht. Alter, diese fette Robe von Xanas, Junge, ist die geil, Alter. Die ist ultra geil. Wirklich. Mega fett. Heftig. So. Die obligatorischen Lernpunkte ziehen wir uns natürlich alle mit. Über Krankheiten. Das Spiel scheint definitiv eine relativ hohe Tiefe zu haben. Hohe Tiefe, ja. Also scheint relativ tief zu sein. Oh Mann, Alter. Ich halte einfach die Fresse jetzt. So, Teleport zu Xardas, das ist gut. Den Dolch haben wir hier auch. So. Wir speichern. Und ja, nach diesem Opening würde ich jetzt mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir mal sehen, wie es hier weitergeht bei Xeres Rückkehr. Also die Eröffnung, wie gesagt, die ersten beiden Folgen, lieb Farnetz, und macht bis jetzt einen super Eindruck auf mich, das Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.